sagen. Also etwas, worin die Amerikaner uns sehr viel schneller oder wo sie sehr viel schneller sind als wir, ist aus einer Idee und aus einer wissenschaftlichen Erkenntnis ein Produkt zu machen. Die sind meistens nicht gut, diese Produkte. Ja? Die sind neu und pfiffig und ist toll, aber meistens nicht gut. Bei uns kommt das Gleiche, kommt das Produkt ein bisschen später, aber es funktioniert. Und hält dann auch. Und dann hat man auch 2 Jahre Garantie. Da kriegt man nur 3 Monate. Ja? Und ich beobachte das auch bei unseren Kunden. Die sind so mega clever unterwegs, dass denen zu den Themen was einfällt. Vielleicht nicht sofort, aber es fällt denen was ein. Und wir schauen auf den Wettbewerb, also auf den anderen, und machen es dann genauso. Und dann haben wir eigentlich schon verloren. Sondern wir müssen es anders machen. Und da spielt die Individualität der Unternehmung eine große Rolle. Man sagt, für Unternehmen X muss anders eben diesen Charakter haben und für Unternehmen Y anders diesen Charakter. Es gibt vom Prinzip eine andere Haltung gegenüber Dingen, die man Innovation. Das eine ist, was Sie schon gesagt haben, was du auch gesagt hast, nämlich die Frage, geht man Risiko ein, wie unbürokratisch oder bürokratisch ist das. Aber die Frage, können wir etwas mit Technik lösen? Das ist für die Amerikaner keine Frage, sondern eine Selbstverständlichkeit. Während wir ja ganz viel über diese Frage diskutieren, beispielsweise Klimaschutz, können wir die Klimaschutzziele erreichen, indem wir technische Lösungen dafür finden? Oder müssen wir unseren Wohlstand reduzieren? Jürgen, wir sind in Deutschland, du siehst das wahrscheinlich genauso von dem, was du mitkriegst von den Unternehmen. Wir sind hoffnungslos überreguliert. Ja, man muss sich ja mal fragen, wie kommt so eine Überregulierung zustande? Und wir entwickeln eine Maschine und dann wird optimiert und dann kommt hier noch was dran und da noch was dran, dann wird es immer komplexer. Und die Vereinfachung kommt erst wieder, wenn wir den Technologiesprung haben, Automatisierung, Robotik etc. Dann haben wir die Komplexität anders organisiert und dann wird es auch wieder einfacher. Und so ist es im Prinzip auch mit der Regulierung. Erst wenn wir einen Systemsprung, einen Innovationssprung machen, dann wird es wieder einfacher. In der letzten Konsequenz ist das eigentlich ein Chaos, das wir brauchen, damit da was passiert.